Sergio. Ja, hallo, wir sind aufgeflogen. Okay, dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Haltet weiter die Augen offen. Wie siehst du mir? Los geht's, Nix! Der war clean. Damit kommst du nicht ungestraft davon. Hier drüben. Wo ist sie jetzt? Alles gut. Alles gut. Bitte! Oh, du kleine Pisser. Das soll doch langsam keine Fights mehr übrig sein. Holen wir sie uns, Nix. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen durch. Wir haben hier ein bisschen durchgearbeitet. Jetzt müssen wir den zweiten Ding finden, den zweiten Ausschaltpunkt. Geschafft! Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Für einen Ruf ist nicht so gut.
die trotzdem mit. Halt, dafür kann man die aufnehmen. Scheiße. Ich hätte die Waffe halt gern mitgenommen, weil die ist super. Also, die hat Spaß gemacht. So. Aufzug schon wieder. Ha. Kann ich speichern oder nein? Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Und noch ein paar Credits rumgekommen. Schauen wir mal. Was hier sonst noch so rumliegt? Nichts mehr. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt. Oh nee, nicht schon wieder. Die stimmt. Der war's nicht. Du warst richtig. Geht doch. Jetzt habe ich auch kapiert, wie es funktioniert. Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schar. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Schild aktiviert! Ich hab Schilde? Wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Kann ich Schild mitnehmen? Ja. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Okay, passt. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Nach oben? Na super. Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Unser armer Nix, der hört es wahrscheinlich sein ganzes Leben lang. Und kein Auftrag wurde je besser.
Und für sie ist es schon eine normale Lüge. Der arme kleine Nix. Ich will ihn retten. Da geht's nicht weiter. Geht da drüben suchen. Oh, es gibt noch mehr von denen? Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Echt jetzt? Verdammt, nimm das Scharfschützengewehr. Ich hoffe, dich hast das Gewehr mit eingesteckt. Wow. Vorsichtig, Nix. Ich schaff das. Ich schaff das. Fast. Sind wir hier? Weil wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Nee. Doch. Und hoch da. Komm schon. Oh nee. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Baka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Schneller, sie brauchen Verstärkung. Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. Okay. Nee. Alle drei. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Ach toll, Erpressung. Die Pikes haben hier das Sagen.
Und Crimson Dawn will das ändern. Oh. Das Ding, ich halte halt von Crimson Dawn auch nichts. Das ist Pest und Cholera. Das ist nur, Maul ist schon tot zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die spielen sich alle gegenseitig selber aus, diese Affen. Die einen handeln mit Spice. Also, die Pikes handeln mit Spice. Wir können sowieso, nein, wir erzählen nichts davon. Ja, klar. Kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix. Das machen wir jetzt auch noch in der Folge. Können wir jetzt eigentlich speichern mittlerweile? Immer noch nicht. Hey, wo willst du denn hin? Ich will nur mit Gorak reden. Ha, viel Spaß. Oh Mann. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht rauswerfen sollte. Weil ich Informationen für dich habe. Jemand will dich verraten. Ein Typ namens Tislak Shah. Ich habe ein Holo von einem Gespräch von ihm mit Gouverneur Torden entschlüsselt. Und wo hast du das her, wenn ich fragen darf? Das, lag so rum. Mutig. Ich wusste, dass er irgendwas plant. Aber meine Leute konnten die Nachrichten nicht entschlüsseln. Offenbar bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Super. Danke. Und jetzt raus. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Yay! Pike ruft gesteigert. Das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Bakker, ich habe die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Können wir speichern? Ja, sehr schön. Genau. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. War nicht ganz ungefährlich, die Mission, aber es hat Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Zeigt schon mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.